Hey, Luke hier und im heutigen Video geht es um die Spondylolisthesis oder auch das Wirbelgleiten. Ja? Wirbelgleiten für viele Leute wieder so eine Schockdiagnose, ja? Verbunden mit vielen Unsicherheiten. Ja? Das ist ja wirklich, wenn ein Wirbel nach vorne gleitet, ja? Man das Ganze auch auf dem Röntgenbild sieht und dann eben diese Diagnose bekommt, meistens ohne wirklich dann lösungsorientiert weitere Vorschläge zu erhalten. Ja, ist bei vielen so eine Diagnose, ja, deswegen habe ich Schmerzen, wird dir vom Arzt präsentiert, doch dann tauchen die Fragen auf, wird das schlimmer, werde ich jemals wieder schmerzfrei, kann ich überhaupt oder darf ich überhaupt Sport machen? Ja, und ich werde dir heute im Video mal erklären, warum die richtigen Übungen und Kräftigungsübungen, funktionellen Grundübungen auch essentiell wichtig sind, um die Ursache für das Problem zu beseitigen und langfristig ja, das ganze Problem zu stabilisieren und vor allen Dingen wieder dich schmerzfrei zu bewegen. Darum soll es im heutigen Video gehen. Deswegen, wir klären erstens die Frage, was ist eine Spondylolisthesis? Erkläre ich dir auch nochmal ganz genau, was ist die genaue Ursache für die Spondylolisthesis oder das Wirbelgleiten und natürlich die richtigen Übungen gegen das Wirbelgleiten, ja, damit du dich selbstständig wieder in den Griff bekommst, die Kontrolle über deinen Körper und deine Gesundheit zurückerlangst. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. So, bevor wir jetzt mit dem Video einsteigen, möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Warum? Auch die Ursachen für ein Wirbelgleiten sind so genannt multifaktoriell, das werde ich dir gleich noch erzählen. Das heißt, es gibt sehr individuelle Ursachen und wie du denen auf die Schliche kommen kannst, ja, ist unter anderem viele meiner Videos zu gucken und mal unterschiedliche Übungen bei dir auszuprobieren, ob die auch klappen oder ob du da Dysfunktionen hast, Bewegungseinschränkungen hast. Deswegen, heute gibt es einige Übungsvorschläge, schau dir aber unbedingt auch die anderen Videos an, ne, damit du das komplette Big Picture deines Körpers auch zusammenbauen kannst. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Das heißt, dass sich ein Wirbel, ja, ich blende hier oben auch mal eine Grafik ein, im Verhältnis zu den anderen beiden Wirbeln ventral, das heißt nach vorne, bauchseitig, nach vorne gerichtet, verschiebt. Der Gleitwirbel, der kommt besonders häufig im Bereich der Lendenwirbelsäule vor, L5, S1, L4, L5 oder L3, L4, das heißt an diesen Übergängen ganz unten Richtung Beckenboden, Richtung Hüfte, da schieben sich diese Wirbel nach vorne und da können wir eigentlich auch schon so ein bisschen die Ursache für den Gleitwirbel ableiten. Das ist nicht komplett wissenschaftlich belegt, was ist die Ursache für diesen Gleitwirbel, weil das sind sehr individuelle Umstände, die eben zu diesem Gleitwirbel führen können. Das heißt, das Problem ist multifaktoriell, kann man nicht ganz genau bestimmen. Aber was wir sagen können, im Kern, ja, oder am Grunde der Ursache liegt eine sogenannte Dysfunktion vor. Das heißt, der Körper, der muss an einer Stelle die Arbeit von anderen Stellen in deinem Körper, anderen Gelenken, anderen Muskeln übernehmen. Ja, das heißt, den Körper, den kannst du dir immer wie so ein großes Unternehmen, wie so eine große Firma vorstellen. Der hat ganz, ganz viele verschiedene Mitarbeiter und manche Mitarbeiter, die haben Burnout. Das liegt aber nicht daran, dass diese Mitarbeiter irgendwie schwach sind oder nicht richtig funktionieren, sondern es gibt an anderer Stelle im Unternehmen, in deinem Körper, Mitarbeiter, die arbeiten nicht. Rede ich auch immer von sogenannten Spannungstätern, die sollten eigentlich arbeiten, die tun das aber nicht. Problem an der Sache, das spürt man nicht, weil Muskeln, die nicht arbeiten, die tun nicht zwangsläufig weh. Das heißt, da gibt dein Körper keine Signale, sondern dein Körper meldet eben nur die Problemstelle, die in dem Fall hier im unteren Rücken liegt. Was da für Probleme vorliegen können, da sprechen wir gleich drüber. Das ist unter anderem eine zu schwache Bauchmuskulatur und eine mangelnde Hüftstreckung. Ja, das heißt, diese Dysfunktionen führen eben zu dem Schmerz. Das Problem ist jetzt, ja, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil das ist wirklich das, was euch da draußen so oft verkauft wird, vor allen Dingen von Experten, ja, von Leuten, die vielleicht auch euer Problem, ja, sagen wir mal echt, zu Kohle machen wollen. Ihr könnt anhand eures Schmerzes nicht ableiten, welche Dysfunktion ihr habt. Also auch ich nicht. Ich werde ja immer gefragt, Luke, warum redest du denn jetzt hier so viel an deinem Whiteboard? Komm doch mal direkt zu deinen drei Übungen. Könnt ihr auch machen. Folgt einfach dem Zeitstempel hier unten in der Videobeschreibung. Kann ich euch aber nicht empfehlen, weil das sind einfach nur Schrotflintenübungen dann. Ja, das heißt, ich weiß nicht, welche Dysfunktion du hast. Das müssen wir gleich erst
testen. Ja? Das heißt, wir müssen testen, ob du wirklich eine schwache Bauchmuskulatur hast. Wir müssen testen, ob deine Hüftstreckung wirklich schlecht ist. Und erst dann, wenn wir rausfinden, dass du eine Bewegungseinschränkung hast, ja, kann ja auch sein, dass alles okay ist. Cool, ja. Aber wenn wir eben, also dann musst du die nächste Bewegungseinschränkung testen. Das heißt nicht, dass alles okay ist. Aber ja, irgendwann kommen wir eben hierhin, dass du eine Bewegungseinschränkung hast. Und dann müssen wir uns eben fragen, okay, diese Bewegungseinschränkung, wer leidet eigentlich darunter? Ja, vielleicht hier meine ganzen Rückenstrecker im unteren Rücken. Ja, die sind bei den vielen Leuten mit, auch mit Spondylolisthesis, mit Gleitwirbel, nicht zu schwach, wie immer angenommen wird, sondern meistens arbeiten, müssen die zu viel arbeiten, weil eben gewisse andere Spannungstäter, wie zum Beispiel der Musculus transversus abdominis, eure intrinsische Bauchmuskulatur, nicht arbeiten. Das heißt, hier müssen wir eben aktivieren oder auch gewisse Muskeln mobilisieren. Das geht mit sogenannten korrigierenden Übungen. Wie die aussehen, zeige ich euch gleich. Und das Coole daran ist, ja, wir können nach der korrigierenden Übung auch sofort den sogenannten Retest machen und die Bewegung nochmal testen und sofort feststellen, ob wir eine Verbesserung haben. Falls dem so ist, können wir diese Übung in unseren Trainingsplan reinpacken. So, kommen wir jetzt zu einer möglichen Ursache für das Wirbelgleiten. Ja? Und das ist eine schwache, intrinsische, tiefe, quere Bauchmuskulatur. Ja? Musculus transversus abdominis, blende ich mal hier ein, ist der tiefste Bauchmuskel. Ja? Der hat so eine Korsettfunktion. Der macht eigentlich nichts anderes als eng im Bereich der Lendenwirbelsäule. Der bringt Kompression von vorne, ja, durch die Bauchwand in Richtung Wirbelsäule, weil die normale physiologische Krümmung der Wirbelsäule ist ja in dem Bereich hier eine Krümmung nach vorne. Ja, das heißt nicht zwangsläufig hier so ein Donald Duck Po, aber eine Krümmung nach vorne ist eigentlich immer normal. Und die Muskulatur, die das eben unter anderem absichert, ist der Musculus transversus abdominis. Ja. Und zwei Punkte, wo ich euch wirklich sagen will, achtet darauf, ja, guckt da mal hin. Im letzten Video, Bandscheibenvorfall, ging es um das Thema mangelnde Hüftstreckung. Auch eine Ursache, warum es zu diesem Wirbelgleiten kommen kann. Aber die zweite Ursache ist meistens eine schwache, tiefe, quere Bauchmuskulatur. Ja? Wie gesagt, kann sein, muss nicht sein, aber ich würde bei solchen Dingen immer mechanistisch denken. Ja? Das heißt, physikalische Naturgesetzmäßigkeiten, ja? Gravitation, wo wirken die Kräfte hin? Nach vorne. Wo ist das Wirbelgleiten? Nach vorne. Macht Sinn. Ich weiß, viele Leute schreien von euch immer nach Studien. Kann ich euch dazu leider nicht bieten. Aber eventuell einfach ein Ansatzpunkt, wenn ihr diese Dysfunktion habt, da mal hinzuschauen. Und wie könnt ihr die gut überprüfen? Ja, habe ich wirklich eine schwache, tiefe, quere Bauchmuskulatur? Dafür gehen wir mal runter auf die Matte. Ja, und eine einfache Grundübung, die ihr machen könnt, ist der Vierfüßler. Das ist eine Sache im Vierfüßler. Da können wir nämlich den Unterschied hier ganz gut testen zwischen, ja, eurem Becken. Ja, das heißt, hier könnt ihr auch sehr gut mal den Stab euch in den Rücken nehmen. Deswegen mag ich die Übung. Die ist am Anfang sehr kontrolliert. Kann man nicht so viel falsch machen, kann man sich sehr gut überprüfen. Das heißt, die Hüfte ist hier auf 90 Grad, ja, Knie unter dem Hüftgelenk. Und ihr habt sozusagen ein Gelenk, was hier einen Spielraum habt. Das ist euer Becken und eure Lendenwirbelsäule. Ja. Das heißt, Abstand zum Stab, Becken ist nach vorne gekippt, Abstand zum Stab ist geschlossen, das Becken ist neutral. So. Und was jetzt passiert ist, oder was jetzt passiert, wenn ihr die Knie abhebt, dann kommt Spannung auf die vordere Kette. Und jetzt achtet mal auf meinen Bauch. Ja, den Bauchnabel ziehe ich nämlich zum Stab. Damit aktiviere ich den TVA. Und sobald, ja, das ist für viele Leute schon schwer genug hier, TVA-Aktivierung. Einfach auch mal üben. Ja. Und wenn ihr dann die Knie anhebt, werdet ihr merken, der Bauch, der fällt bei vielen Leuten raus. Wenn ihr sagt, ja, boah, der Vierfüßler, der ist schon sehr einfach. Ja. Für die Leute, die vielleicht ein bisschen trainierter sind, ja, versucht hier mal den kurzen Unterarmstütz, Bauchnabel rein und dann den kompletten Plank. Ja. Wenn ihr merkt, der Bauch fällt hier so raus, ja, dann habt ihr eben einen sehr starken Hinweis dafür, dass der TVA nicht richtig aktiviert ist. So, was kann man zur TVA-Aktivierung machen als so korrigierende Übung? Ihr geht mal in den aufrechten Stand
Und arbeitet erstmal an der Kontrolle eures TVAs. Das heißt, wenn ihr atmet normal, ja, ist normal Einatmung in den Bauch. Ja? Also ich atme ein, Bauch geht raus. Ich atme aus, Bauch geht rein. Ja? Ist bei vielen Leuten andersrum. Ja? Viele Leute sind so Anspannungsatmer. Da ist das genau umgekehrt. Das ist eben die Sache, die solltet ihr als erstes mal im Auge haben. Und eben die Kontrolle haben, dass ihr auch ohne zu atmen euren Bauch rausdrücken und euren Bauch rein, also euren Bauchnabel reinziehen könnt. Ja? Und achtet mal, wenn ich hier den Bauch reinziehe, achtet mal auf meine Brust, die springt schon raus. Ja? Das heißt, was hat das Ganze jetzt nochmal mit meinem unteren Rücken zu tun? Ja? Ich bin hier fest, ja, meine Lordose ist neutralisiert. Und ich habe automatisch auch eine indirekte Aufrichtung im oberen Bereich meines Körpers. Ja, das ist so ein bisschen Upstream-Downstream-Konzept, weil ein Tipp an der Stelle, ja, eure Lendenwirbelsäule, wo ja auch das Wirbelgleiten drin ist, sollte fest sein. Was sich stattdessen bewegen kann und darf, ist zum Beispiel die Hüfte. Wie gesagt, letztes Video zum Bandscheibenvorfall ist zum Beispiel die Brust. Wirbelsäule. Kommen wir auch im nächsten Video nochmal zu. Aber zurück zum Thema Bauchmuskulatur stabilisieren. Ja? Das heißt, übt das mal. Und ihr habt dann automatisch hier diese Dekompression in der Brust. Also der Brustkorb wird groß, der expandiert. Und dann könnt ihr, Bauchnabel bleibt drin, in die Brust einatmen. Und zwar so weit, bis ihr merkt, boah, ich komme hier nicht weiter. Ja, und das ist bei vielen Leuten am Anfang ziemlich schnell der Fall, ja, dass man eigentlich hier relativ flach atmet. Dieses flache Atmen macht ihr natürlich nicht die ganze Zeit im Alltag, aber das hilft dabei, ich sag mal, die Hydraulik in eurem Oberkörper wieder hinzukriegen. Ja. So, dann nehmt ihr so ein Band hier zu Hilfe. Ja. Und dieses Band hilft dabei, eben Feedback für euren Körper einzurichten, weil bei vielen Leuten ist es am Anfang so, ja, ihr spürt hier nicht richtig, ach, da soll ich hin, ja. Das ist, euer Nervensystem kennt das nicht, ja. Deswegen kleine Hilfestellung, nehmt ihr hier so ein Band und das Band, ja, das könnt ihr hier einmal so auf, ja, Brusthöhe, kleiner Tipp, zieht euch ein T-Shirt an, ja. Ihr seht jetzt, wird das hier eingedrückt, ja, und ich spüre jetzt ganz genau, wo ich hinatmen muss, ja. Ist auch ein gutes Stück schwerer, ja, davon könnt ihr ein paar Atemzüge machen. Das hier ist jetzt die Stufe, die dicke Rot, ist fast ein bisschen zu schwer. Ich habe zu Hause, leider gerade nicht im Studio, habe ich die Hälfte der Stärke, ja, ist halb so dick. Orange, Link findet ihr in der Beschreibung, ist für die Übung besonders gut geeignet, ja, ist nicht ganz so extrem stark wie das rote Band. Und ja, das ist eine korrigierende Übung, ja, das heißt, erste korrigierende Übung, einfach mal den TVA, die Ansteuerung im Stehen üben. Ne? Zweite Übung, optional, wenn ihr das Band zu Hilfe nehmen wollt, eben auch mit dem Band. Und dann könnt ihr das Ganze mal wieder überprüfen. Ja? Dann geht ihr wieder in eure Ausgangsübung rein. Sagen wir mal, es war jetzt der Vierfüßler. Ja? Und dann achtet mal einfach darauf. Zack. Obwohl, der ist jetzt nicht so ganz gut in der Ausführung. Ob ihr das Ding nicht auch 30, 40 Sekunden durchhalten könnt, ja, mit dem Bauchnabel drin. Ja, euch wird immer wieder auffallen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich habe es ja gerade gemacht, ja, wenn ich jetzt hier nach vorne gehe oder nach hinten gehe oder mal so einen Vierfüßler-Walk mache, ja, es fällt immer wieder ein bisschen raus, ja, in dem Moment einfach nachkorrigieren. Ist am Anfang viel Arbeit, aber die Arbeit lohnt sich. Dysfunktion im TVA, das heißt schlechte Ansteuerung im TVA, ist eine Dysfunktion, die zu allerhand Problematiken im Körper führen kann, wie zum Beispiel Wirbelgleiten, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, aber auch indirekte Problematik, schlechte Hüftstreckung, schlechte Aufrichtung in der Brustwirbelsäule. So, das heißt, wenn ihr mal daran interessiert seid, ja, die Naturgesetzmäßigkeiten eures Körpers kennenzulernen, das heißt, alle Funktionen eures Körpers
zu überprüfen und zu gucken, wo eure Baustellen versteckt sind. Aber viel wichtiger noch dann natürlich die richtigen korrigierenden Übungen dafür zu haben, um die Kontrolle über eure Gesundheit zurückzugewinnen, kann ich euch den Haltungscoach in der neuen Version 2.0 empfehlen. Die alte Version kennen vielleicht schon manche Leute, die hier zugucken. In der neuen Version gehen wir die wichtigsten Spannungsanker eures Körpers durch, das heißt die wichtigsten Funktionen entlang eurer Wirbelsäule und Hüfte, und gucken bei dir, ob die Funktionen klappen, und wenn nicht, gibt es da die richtigen korrigierenden Übungen für. Alles, was du tun musst, hier oben den Link in der Infokarte folgen, und alles Weitere erkläre ich dir da, ist vollkommen kostenlos. Ich freue mich, dich da wiederzusehen. Jetzt haben wir auch die Diagnose. Ja, Luke, ich habe ja jetzt aber meinen Gleitwirbel. Was mache ich denn jetzt? Ja, wichtig ist hier wirklich auch mal diese chronologische Abfolge der Probleme zu verstehen und zu verstehen, dass wirklich im Kern die Dysfunktion steht. Haben wir gerade gelernt, die Dysfunktion führt zu Überlastung. Die führt irgendwann zu Schmerzen. Ja, und das Problem bei Schmerzen ist, das führt immer noch zu einer Schonhaltung, also Ausweichsbewegung. Ja, das führt zu noch mehr Dysfunktion, noch mehr Schmerzen. Irgendwann können wir das oder wollen wir es nicht mehr ignorieren. Dann kommt der Besuch beim Arzt und wir kriegen die Diagnose, ja, Gleitwirbel. Ja, und hier ist dann bei vielen Leuten auch eine Kurzschlussreaktion. Oh, sollte ich vielleicht operieren lassen? Ja, ist in Einzelfällen vielleicht auch sinnvoll oder nicht mehr ausweichlich, je nachdem, wie stark die Degeneration der Wirbelsäule vorangeschritten ist. Allerdings sollten wir uns eins klar machen, ja, mit der Beseitigung des Strukturschadens beseitigen wir nicht die Dysfunktion, wie zum Beispiel die schwache Bauchmuskulatur oder die mangelnde Hüftstreckung. Deswegen kann ich jedem wirklich empfehlen, mit der Diagnose, ja, wo ja das Hauptproblem auch der Schmerz ist, wirklich nochmal zu gucken, ey, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier diese Dysfunktion über die nächsten Wochen und Monate wegtrainiere? Verbessert sich nicht auch dieser ganze Schmerzkreislauf, ja, und ist am Ende diese Diagnose Gleitwirbel überhaupt noch so relevant für mich? Ja, sollte man sicherlich alle paar Jahre mal nachchecken lassen, aber da gibt es auch wirklich viele positive Berichte, wo sich diese Degeneration eben, wo die nicht weiter fortgeschritten ist, wo die nicht mehr zu Schmerzen führt und wo man auf jeden Fall auch alt und glücklich werden kann, ohne jemals eine Operation an seinem Gleitwirbel gemacht zu haben. Wenn dir diese Informationen hier weiterhelfen und du denkst, ey Luke, du gehst der Sache hier wirklich mal auf den Grund, sollten mehr Leute wissen, die Information hat mir geholfen, dann gib dem Video hier mal einen Daumen nach oben. Das führt dazu, dass YouTube das Video hier mehr Leuten, die vielleicht das gleiche Problem haben wie du, das Video hier ausspielt. Gibst du mir auch was zurück, ja, deswegen Daumen nach oben. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video oder im Haltungscoach wieder.